Die Testeinstellungen am Letto Server sind sehr vielfältig und dennoch genial. Im ersten Bereich wählt man die Art der Online-Aktivität an. Also ein Letto-Test ist grundsätzlich alles, was eine Überprüfung darstellt. SMÜ, Test, Hausübung, Projekt, Schularbeit, Übung etc. Wählt man hier Hausübung, wird automatisch das Beurteilungsschema vom Letto-Server nachgezogen. Somit wird eine jede Hausübung automatisch mit dem richtigen Beurteilungsschema als Online-Aktivität angelegt. Wechselt man hier jetzt auf den Test, wird automatisch das Beurteilungsschema auf Test verändert. Auffällig ist dabei aber auch, dass zwischen der Hausübung, die automatisch immer als sichtbar dargestellt wird, die kann ich optional entfernen, der Test hingegen immer als unsichtbar für den Schüler dargestellt wird. Wiederum kann ich darauf optional eingehen und das entfernen oder umschalten, wenn ich das möchte. Das Datum des Tests ist, glaube ich, selbsterklärend. Das ist jenes Datum, das letztendlich dann den Schüler auch im Dashboard oder nach dem Einschalten der Sichtbarkeit auch dargestellt wird. Die Gewichtung des Tests ist auf 1,0 standardmäßig gesetzt. Man könnte an dieser Stelle jetzt sagen, mein Test ist jetzt da zweimal so wichtig wie der Vorgängertest und geht somit mit dem doppelten Gewicht in die Benotung ein. Dann muss ich diesen Wert einfach mit 2,0 überschreiben. Die Testbezeichnung selbst ist jederzeit überschreibbar. Die wird aber dann auch den Schülerinnen und Schülern dann auch so angezeigt. Die Antworten mischen dient dem Unterbinden des Vortäuschens von Leistungen. Das heißt, die Antworten werden innerhalb einer Single- und Multiple-Choice untereinander permutiert den einzelnen Schülerinnen und Schülern dargestellt. Die Fragenreihenfolge fixieren. Diese Option hat man, wenn man eine bestimmte Abarbeitung am Test, der Abarbeitung der Fragen vorgeben möchte. Führt meistens bei Schülern zu Unmut. Der Schüler möchte grundsätzlich die Freiheit haben, sich auszusuchen, mache das erste Beispiel zuerst oder das vierte Beispiel zuerst. Also bitte vorsichtig mit dieser Einstellung umgehen. Anzahl von Gruppen eines Tests, glaube ich, selbsterklärend. Abbruch durch Fokusverlust. Wird diese Option gezogen, bedeutet es, dass nach dem Starten des Tests der Schüler beim einmaligen Klicken außerhalb des Browser-Tabs der Test automatisch geschlossen wird. Der Test kann natürlich zur Laufzeit vom Lehrer dann wieder geöffnet werden, aber nur wenn der Lehrer das auch dann aktiv auch tut. Soll dem Vortäuschen von Leistungen, das Vortäuschen von Leistungen unterbinden. Die zweite Möglichkeit, Fokusverlust bei Size-Änderung, macht im Wesentlichen das gleiche wie Abbruch bei Fokusverlust. Nur wird bei dieser Option jetzt noch zusätzlich der Browser in den Vollbildmodus geschalten. Wenn die Größe jetzt wiederum seitens der Schülerinnen und Schüler geändert wird, schließt sich der Test wiederum automatisch und es bedarf dann wieder ein Zutun vom Lehrer, dass der Schüler am Test weiterarbeiten kann. Auch hier sollen das Vortäuschen von Leistungen unterbunden werden. Die On-Ramp-Funktion. Diese Option bietet die Möglichkeit, einen Lehrpfad vorzugeben. Das bedeutet, es muss die erste Frage erst gelöst sein, um die zweite Frage überhaupt zu beantworten, um die zweite Frage beantworten zu können. Der Lehrpfad ist somit hier in dieser On-Ramp-Funktion vorgebbar. Man hat aber auch die Möglichkeit, mit dieser On-Ramp-Funktion eine Art Spielemodus zu implementieren. Das heißt, wenn ich einen Fragenpool habe, der einen didaktischen Faden beinhaltet, dann kann ich bei gezielter Anordnung der Fragen hier ein Leveling, ein Spielesystem einführen. Eignet sich ideal für eine Weihnachtsstunde oder aber auch, um die Schüler an etwas heranzuführen. Punkteabzug bei fehlerhafter Eingabe. Ist diese Option gezogen, bedeutet es, dass der Schüler bei der ersten Beantwortung der Frage, welche nicht korrekt beantwortet wird, bei der abermaligen Beantwortung der Frage keine 100% mehr erreichen kann. Diese Schülerstrategie Try and Error wird mit dieser Option somit unterbunden. Wie viel tatsächlich jetzt pro Frage abgezogen wird, wird letztendlich dann bei der Frage selbst eingestellt. Im
Failed Penalty direkt bei der Frage im Fragen-Editor. Die Zeitbegrenzungen bestehen aus der Option Start, diese muss aber dann auch gewählt werden und gibt an, ab welchem Zeitpunkt der Test gestartet werden kann. Die Option Stop, diese muss dann auch wieder explizit angewählt werden, gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt der Test gestartet werden kann. Das heißt, der Test kann spätestens eine Sekunde vor diesem Datum, das hier drinnen steht, gestartet werden. Wenn das Stoppdatum erreicht ist und der Test noch läuft, hat das keine Auswirkung auf das Schließen des Tests. Mit Begrenzung kann man in Minuten angeben, wie lange der Test nach dem Starten für den Schüler bearbeitbar sein soll. Diese Option hat besonders bei den sogenannten Speed-Beispielen von Bedeutung. Die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, ist ganz einfach, den Schüler bei einer richtigen Testsituation eben nicht mit dieser Begrenzungsfunktion zu konfrontieren, denn Stress hat der Schüler ohnehin genug. Des Weiteren haben wir hier rechts oben die Möglichkeit, den hier angelegten Test jetzt mit einem anderen Test zu gruppieren. Das braucht man zum Beispiel bei einem Wiederholungstest. Ein Test fällt schlecht aus, Sie haben mehr als 50% Fünfer, laut Leistungsbeurteilungsverordnung sind Sie verpflichtet, einen Nachtest zu machen. Der Nachtest soll jetzt sein, den Test, den Sie hier gerade einrichten, und es soll die siebte Übung quasi zusammengefasst werden. Sobald es hier definiert ist, haben Sie dann auf der linken Seite hier die Möglichkeit, den besten Versuch, den ersten Versuch oder der letzte Versuch letztendlich in die Notenfindung mit einzuberechnen. Feedback, wenn Sie dieses bei der Frage nützen, haben Sie hier die Möglichkeit, Rückmeldung nach Testabgabe oder Rückmeldung zur Testlaufzeit zu definieren. Ein sehr spannendes Kapitel ist dieser sogenannte Bereich. Der ist zugeschnitten auf die standardisierte Reife- und Diplomprüfung, auf die standardisierte Matura, wo zum Beispiel der Prüfungsgegenstand Englisch in die Bereiche Writing, Reading und Listenings unterteilt ist. Oder aber auch für die Mathematik-Matura, die in Typ 1 und Typ 2 Aufgaben unterteilt ist. Wird diese Option hier angewählt, sieht man dann nach der Testanlegung, dass quasi hier dann in diesem Testbereich drei Bereiche festgelegt worden sind. Das hat den Vorteil, dass man diesen einen Test als einen einzigen Test verwalten kann, die Benotung aber für diese drei Bereiche separat stattfindet, wie man hier oben dann auch sehen kann.